einem neuen Video. Wir gehen uns ein bisschen ins Licht, das ist schöner. Der Schnee, der ist bei uns fast wieder weg. Ja. Fast weg. Ich habe mich jetzt zusammengerichtet für die Arbeit. Ich habe wieder Spätschicht. Gestern habe ich mich nicht gemeldet. Gestern ist auch nicht viel passiert. In der Früh hatte ich keine Zeit, weil ich erstens geschlafen habe. Ich war mich bis 3 Uhr morgens wach. Dann habe ich was holen müssen vom Doktor und dann ging es eigentlich schon fast in die Arbeit. Und gestern Nacht habe ich dann wieder aufgenommen. Die Gusterbox, die Try-Me-Box und noch ein Haul. Dürfte jedenfalls, die ersten zwei dürften auf jeden Fall schon online sein. Jetzt ist es auch schon wieder, ja, fast so weit zum Fahren. Ich habe mich gerade zusammengerichtet. Das habt ihr ja gesehen so ein bisschen. Ich schmiere jetzt auf jeden Fall noch diese pfeifende Maus. Schmiere ich jetzt noch ein. Die liebt es, auf unserem Handtuch zu liegen. Die Augen, die sehen auf jeden Fall schon viel, viel besser aus. Gell, Masi? Gell, Masi? Also es wird und die Ohren auch. Genau, und das mache ich jetzt noch. Oh, so müde. Bist du schon müde? Und dann muss ich noch schnell zur Post, weil mein Mann und mein Schwager irgendwas unten an den Drähten rumgebastelt haben. Jetzt funktioniert die Klingel vorne nicht mehr. Und der Postbote klingelt vorne und ich krieg's natürlich nicht mit und das nervt ein bisschen. Ja, das muss ich jetzt von der Post abholen. Ich muss auch noch was verschicken. Und letztes Mal war es tatsächlich so, da ist ein Tauschpaket gekommen von der lieben Nina. Und die haben da nicht mal einen Zettel reingeworfen. Und ich wusste nicht, dass das da ist, bis mir irgendwann Nina geschrieben hat, wieso das noch in der Postfiliale liegt. Aber dann bin ich hin. Zu mir hat es dann geheißen, es ist schon weg. Jetzt hat sie es nochmal geschickt, ja. Und jetzt hole ich das heute, damit ich es endlich bekomme. Und dann gucken wir mal. Dann werde ich auf jeden Fall diese Woche nochmal ein Video drehen müssen. Gehe jetzt in die Arbeit. Wenn ich heimkomme, werde ich wahrscheinlich Video bearbeiten. Also da werde ich auch nicht wirklich wahnsinnig viel filmen. Und dann ist schon wieder morgen. Ja, wie gesagt. Spätschicht, schlafen, arbeiten, schlafen. Mehr ist es nicht. Wir sehen uns auf jeden Fall die nächsten Tage. So, hallo und heute mal aus dem Schlafzimmer. Hab mich gerade zusammengerichtet, hab meinen Look aufgenommen, weil das ist mit der Farbpalette. Habe ich den Look gemacht und da will ich ja ein Video dazu online bringen mit dem Haul. Deswegen ist der Haul auch noch nicht online gekommen. Ja, was war gestern noch los? Nichts. Es war ein sehr stressiger Tag. Wir sind eigentlich fast den ganzen Tag durchgefahren. Zwischendurch hatten wir wenigstens mal Zeit zum Essen. Wenigstens das. Und ja, ich bin gestern zu meinem aktuellen Wachleiter gegangen und habe gefragt, ob das mit dem Urlaub hinhaut. Was für ein Urlaub? Ja, wir finden die Zettel nicht mehr. Das heißt, ich hätte fast nächsten Monat den Urlaub für mein Studium nicht bekommen, weil die Zettel weg sind. Ja, also bei uns hat nämlich die Führung gewechselt, also wirklich alles durchgewechselt und war mir nicht mal auffindbar. Ist halt doof, weil das dürfte man den Leuten natürlich dann auch sagen, weil dann hätte ich den Urlaub gleich wieder mitgenommen. Auf jeden Fall habe ich jetzt die Tage doch frei bekommen, Gott sei Dank. Das heißt, nächsten Monat arbeite ich im Endeffekt plus 13 Tage. Ist aber nicht schlimm, finde ich gut, weil ich unbedingt mit meinen Prüfungen anfangen muss und dann werde ich gucken, dass ich die nächsten Monat fertig mache. Dann habe ich jetzt nicht so einen Stress, dass ich den Monat noch anfangen muss, weil der Monat ist noch stressig. Aber nächsten Monat wird dann durchgerackert, werden alle Prüfungen fertig gemacht soweit und soweit ich es fertig machen kann und damit ich dann im März keinen Stress mehr habe, weil da habe ich auch noch eine schriftliche Prüfung zum Lernen und das andere ist ja Vorausarbeit, das kann ich ja schon fertig machen. Das sind so Facharbeiten sozusagen. Und dann habe ich da keinen Stress mehr. Ich freue mich. Ja, ich freue mich, dass ich frei habe, auch wenn es mir nicht viel bringt, weil es fürs Studium ist. Aber wir haben einen neuen Dienstplan bekommen und da ist es wahrscheinlich jetzt so, beziehungsweise haut es so hin, dass ich frei nehmen kann mit Alex, wenn ich den Urlaub bekomme, weil das Problem ist, mein Mann arbeitet wo man eben zu den Ferienzeiten frei bekommt und bei uns ist das ja immer wechselnd. Also da wollen natürlich die meisten in den Ferien frei haben. Mir wäre es eigentlich wurscht, muss ich aber so machen, damit ich mit meinem Mann frei habe. Eigentlich wäre es mir lieber, wenn wir außerhalb der Ferien Urlaub nehmen könnten, weil dann könnten wir auch in der Nebensaison, nicht in der Hauptsaison, in Urlaub fahren und das wäre natürlich auch billiger. Aber okay, ist ja jetzt so. Ich werde jetzt auf jeden Fall runtergehen, meine Mama kommt. Wir werden den Kaffee trinken, vielleicht auch was spielen, ich weiß noch nicht. Ich habe gestern auf jeden Fall noch Video bearbeitet. Eigentlich wollte ich gestern alle Videos bearbeiten, also für Mittwoch, Freitag und Montag und am Freitag dann das Video für Sonntag. Aber ich bin ständig eingeschlafen. Ich habe gerade mal das eine Video fertig geschnitten bekommen. Wahrscheinlich ist da immer noch viel genug Käse drin. Die Hälfte habe ich verschlafen.
Ja, aber das kommt jetzt so online. Ich kann es nicht ändern, auch wenn ich was drin gelassen habe, was vielleicht ich so nicht drin lassen würde. Aber ich habe gestern echt, ich war fertig. Bin dann um 1:30 ins Bett, weil ich eben gefühlt 2,5 Stunden für das Bild gebraucht habe, obwohl ich eigentlich mit dem Videoschneiden so in der Dreiviertel einer Stunde fertig bin, eigentlich. Und jetzt geht's dann gleich wieder in die Arbeit. Und wenn ich dann heute heimkomme, werde ich hoffentlich die restlichen 2 Videos bearbeiten können. Und vielleicht fange ich auch schon mit dem Vlog an für Sonntag, weil das ganze Videomaterial ist ja schon aufgenommen. Das ist ja der neue Vlog, den wo ich jetzt drehe. Das heißt, ich kann ja eigentlich schon anfangen. Aber je nachdem, wie es mir von der Zeit hingeht, weil morgen kann ich auf jeden Fall nicht so lange wach bleiben, weil wir ja am Freitag früh aufstehen müssen, weil wir dann Wetter angucken mal wieder. Deswegen muss ich morgen früh genug ins Bett. Also da ist nichts mit 2 Uhr morgens ins Bett gehen. Und am Freitag könnte ich dann nochmal das Video bearbeiten, fertig machen. Und am Samstag wäre angesetzt, dass ich den Weihnachtsschmuck endlich wegräume, weil jetzt ist schon fast Februar, der muss endlich weg. Und sonst weiß ich tatsächlich nicht, was wir das Wochenende machen. Das seht ihr dann. Vielleicht wird der Vlog mal ein bisschen kürzer. Ich hetze mich nicht, dass ich da irgendwie viel filme. Ihr werdet mich auf jeden Fall den Weihnachtsschmuck runter machen sehen. Und ja, mal gucken, was wir dann noch machen. Vielleicht noch in die Hundeschule, vielleicht machen wir da wieder Videos. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall sehen wir uns dann die nächsten Tage. Tschüss. So, ich habe jetzt gerade Videos aufgenommen und mein Eyeliner, der hängt schon hier oben. Wird Zeit, dass ich jetzt ins Bett gehe. Aber ich hätte es fast vergessen, aber nein, ich habe es nicht vergessen. Natürlich muss ich noch 2 Gewinnspiele auslosen und das machen wir natürlich jetzt zusammen. So, genau, Gewinnspiel Nummer 1 war eben der Xmas Vlog Teil 5. Gewinnspiel Ocean Support Cry und DIY, Wert von 179,70 €. Also da könnt ihr alles gewinnen, was hier auf dem Bild zu sehen ist, für 179,70 €. Wir nehmen den Link, kopieren ihn, gehen wieder auf den Comment Picker, wie wir es gewohnt sind, geben den Link hier ein, laden die Kommentare, sind dieses Mal 37 und der Gewinner ist Love, Life and Be Happy. Hashtag Verlosung, Hashtag Christmas. Mein schönstes Geschenk war, dass ich ein Bett bekommen habe. Mein altes war leider kaputt. Ich schaue auch mal bei Ocean's Apart rein, die haben ja tolle Sachen. Ich habe noch nie Tanning Tops verwendet. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. So, dann gucken wir, ob du mich abonniert hast öffentlich. Ja, tatsächlich gleich hier am Anfang. Love, Life and Be Happy. Du hast auf jeden Fall gewonnen. Das Riesenpaket für rund 180 €, sage ich jetzt mal. Ich hoffe, du freust dich. Melde dich auf jeden Fall bei mir über Instagram oder über E-Mail. Bitte mit einem Screenshot von deinem Kanal, dass ich auch weiß, dass du es bist. Und dann schaue ich, dass ich dir den Gewinn so schnell wie möglich zuschicke. So, dann kommen wir zu Gewinnspiel Nummer 2 und zwar der Glowback. Auch hier nehmen wir wieder den Link, geben ihn in den Comment-Picker ein, laden die Kommentare, dieses Mal sind es 32 und der Gewinner ist Rosa Key. Ich möchte wieder mehr Sport machen. Bin 2021 etwas sportvoll geworden. Bin immer sportvoll. Hashtag Glow, Hashtag Verlosung. Das Selbstbräunungsspray finde ich nice. Die Marke habe ich noch nicht getestet. Als Tipp, wenn du dir das Spray aufs Gesicht sprühst, dann gehe mit einem Bräunungshandschuh danach drüber, um Flecken zu vermeiden. Die Zahnpasta von Happy Brush hatte ich auch schon mal und fand sie gut. Tolles Unboxing. Also sie hat auf jeden Fall alles erfüllt. Sie hat gesagt, was sie machen will dieses Jahr, also ihr Jahresfortsatz. Hashtag Glow, Hashtag Verlosung. Dann gucken wir mal, ob du mich abonniert hast. Genau. Und hier ist sie schon. Auch du, melde dich bei mir mit einem Screenshot von deinem Kanal, dass ich weiß, dass du es bist. Und dann werde ich auch dir den Gewinn so schnell wie möglich zuschicken lassen. So, und es waren jetzt alle Gewinnspiele aus dem Jahr 2021. Genau, ja, der Xmas Vlog Teil 5 war noch aus dem Jahr 2021. Also herzlichen Glückwunsch an Love is Life is Happy, irgendwie sowas. An die Liebe und an die liebe Rosa Key zu euren Gewinn. Wie gesagt, meldet euch bei mir, dann werde ich das so schnell wie möglich verschicken. Und dann hoffe ich, dass ihr euch darüber freut. Wer jetzt nicht gewonnen hat, auf jeden Fall nicht traurig sein. Ist ja nicht so, als wenn ich nicht oft genug Gewinnspiele mache, ist es auf jeden Fall das 900 Abonnenten Special Gewinnspiel noch online. Und das Boxen Gewinnspiel schaut auf jeden Fall vorbei, da könnt ihr auch was gewinnen. Und schaut auf jeden Fall um Valentinstag vorbei. Natürlich gibt es auch ein Valentinstags Gewinnspiel. Ja, deswegen immer schön aufmerksam zugucken.
willkommen zu einem neuen Talk. Ich bin gerade dabei, mich noch fertig zusammenzurichten. Ich habe gerade den Luca geschminkt. Könnt ihr dann mal in einem anderen Video sehen. Da habe ich mir nämlich wieder eine Disney-Palette verwendet. Ja, wir waren heute Bad anschauen, das habt ihr ja gesehen. Und wir sind weit oben. Müssen wir wieder ein bisschen runter tun. Genau, Bad angucken und wir hoffen, dass wir es jetzt haben. Also die Beratung in diesem Sanitärgeschäft, wo wir jetzt waren, die war um einiges besser schon mal, weil die tatsächlich auch gesagt hat, also uns gesagt hat, was sie bei ihnen kaufen würde und was sie uns raten würde, dass wir im Internet bestellen. Also Spiegel hat sie gesagt, da hat sie nur teure Kristallglas, da wäre es besser, wenn wir das online bestellen oder eben irgendwo anders kaufen, wo es billiger ist. Genauso wie die Handtuchhalter hat sie gesagt, die soll man auch extra kaufen, weil die alle recht teuer sind. Genau, und wir haben uns jetzt was gesehen. Bei dem Geschäft durften wir leider wieder nicht fotografieren und filmen, aber Badewanne, Urinal, Waschtisch und so und die Armaturen dazu, die hätten wir jetzt gefunden. Jetzt warten wir nur noch auf den Preis. Nur wird ja an Alex den Onkel geschickt. Mal gucken, wie teuer es wird. Aber die hat schon gesagt, wenn es doch zu teuer ist, mein Preis kann man immer noch was machen, wenn es doch zu teuer ist. Ja, und die hat halt alles sofort lieferbar. Beim anderen haben wir ja gucken müssen, dass das lieferbar ist bis Ende Februar, weil da wollen wir ja schon anfangen. Und die hat alles sofort lieferbar. Die hat gesagt, die macht einen Anruf und das Zeug steht da, wenn wir das haben wollen. Und das ist natürlich super. dann haben wir noch bei Hornbach geguckt. Also Waschbeckenarmaturen gab es da zwar, aber die waren genauso teuer. Genauso wie bei Weiniger. Die waren fast noch teurer als da, wo wir sie jetzt angeguckt hatten. Und deswegen haben wir gesagt, dann lieber alles komplett bei dem Sanitärgeschäft. Das Einzige, wir gucken jetzt, was die Toilette kostet, dass wir die vielleicht noch woanders kaufen, aber ich glaube, wir nehmen das so. Ist leichter. Fliesen haben wir ausgesucht, eben beim anderen Geschäft schon. Die Farbe, die Art, die war schon klar, aber bei dem, wo wir jetzt sind, bekommt der Fliesenleger eben Prozente und da wären wir ja blöd, wenn wir die dann beim Hornbach kaufen. Deswegen haben wir nochmal neue Fliesen ausgesucht, aber ich hoffe, es steht jetzt alles. Ich hoffe, preismäßig passt alles, dass wir dann Ende Februar anfangen können. Alex hat heute schon versucht, eine Fliese auszuhebeln, wie schwer das geht, aber relativ leicht, weil er macht ja schon den Boden raus und ein paar Wandfliesen und auch die Badewanne, bis die dann kommen. Ja, und dann geht's langsam los. Ich freue mich so auf das neue Bad. Genau, und Spiegel haben wir in Amazon schon einen gefunden, den bestellen wir jetzt mal. Wenn er nichts ist, können wir ihn ja zurückschicken. Und genauso wie die Handtuchhalter, die wir an den Korpus schreiben können. Und heute waren wir sonst noch bei Mickey einfach kurz essen, weil wir Hunger hatten und haben meinen Bruder zu seiner Prüfung gefahren. Genau, der hatte nämlich Prüfung. Ja, und ich gehe jetzt auf jeden Fall wieder arbeiten. Leider Gottes. Und mal gucken, was ich die nächsten 2 Tage machen. Bis jetzt ist auf jeden Fall nichts geplant. Heute Abend, wenn ich zurückkomme, werde ich noch Videos aufnehmen. Das mache ich immer gleich nach der Arbeit, weil dann muss ich nicht extra zusammenrichten. Ist einfach leichter und die Goodiebox ist auch gekommen. Also ich habe jetzt die Goodiebox, die Studententüte, und die vernachtete Weltbox ist endlich gekommen. Wuhu! Bin ich froh, dass ich die jetzt gekündigt habe und noch irgendeine Box ist gekommen. Und die werde ich dann alle unboxen. Also 4 Videos sind es, glaube ich, insgesamt. Und da freue ich mich auf jeden Fall. Zurzeit bin ich recht schnell mit dem Boxen, also was Boxen betrifft. Wir sehen uns dann auf jeden Fall morgen. So, willkommen zu einem neuen Talk. Ich bin im Chiller-Outfit. Hab tatsächlich heute ein bisschen Kopfweh. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich so wenig geschlafen habe. Man sieht mich mal wieder nicht. Jetzt. Ja, wir haben einen Bewegungsmelder, deswegen. Genauso wie hier draußen. hab mich gerade zusammengerichtet. Mein Mann, der hat gerade einen Fotografierjob. Und ich werde jetzt Video bearbeiten. Das Gewinnspiel für nächste Woche, also für diese Woche sozusagen, wenn ihr das Video seht. Der geht einfach nicht weggefühlt. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin auch jemand, der wo wahnsinnig gern dran rumkratzt. Und dann geht's natürlich nicht weg. Ich habe gestern, wie angekündigt, noch Videos gedreht und bin dann auf der Couch eingeschlafen und erst um 5:30 ins Bett. Ja, hallo Maus. Ihr wartet sie immer, wenn wir gerade ein bisschen weg sind. Wenn wir raus sind von der Tür, dann wartet sie einfach hier. Okay, weil du schon eine brave, süße Maus bist. Und da habe ich tatsächlich jetzt noch eine Frage, wenn ich die Kleine sehe. Wir hatten zu Ostern eine Aktion geplant und da bin ich gerade am Überlegen, was ich für ein Video mache. Und ich sage auf jeden Fall nicht die gesamte Videoidee, aber in dem Video soll eben Maya, also ich will versuchen, ob sie es trägt, Hasenohren tragen. Und da wurde jetzt eine Diskussion losgetreten und meine Frage an euch war jetzt, findet ihr, es ist Tierquälerei, wenn man Tieren sowas aussetzt? Ich muss mich weniger bewegen. Letztes Mal hat eine kommentiert, dass ich mich zu sehr drehe. Ich setze mich hin, dann kann ich mich rumgehen.
Genau, findet ihr es Tierquälerei, wenn ich meinem Hund sowas aufsetze? Also ich meine, ich werde es probieren. Wenn sie es nicht mag, dann werde ich es natürlich runtertun, dann muss sie es nicht aufsetzen. Aber wenn sie es machen lässt und es ihr gefällt, ja, schreibt es mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Heute will ich eigentlich noch Weihnachtsschmuck wegtun, aber wenn ich mir gerade meine Kopfschmerzen vorstelle, also beziehungsweise wenn ich an meine Kopfschmerzen denke, es ist auch das Kissen von Maya gekommen, das zeige ich euch auch noch. Und heute ist tatsächlich noch was gekommen für eine Kooperation. Ja, ich habe eine bezahlte Kooperation, kann ich euch jetzt schon sagen. Aber was es ist, erzähle ich euch erst nächste Woche, weil da werde ich das Ganze dann testen. Es ist auf jeden Fall heute angekommen, ich habe es ausgepackt, ich bin mega gespannt, wie das ist. Ja, und ich werde jetzt eigentlich bloß Video bearbeiten. Wir werden auf jeden Fall noch Gassi gehen mit Maya, wenn mein Mann zurück ist miteinander. Und mein Mann wird heute, wenn er es noch bekommt, je nachdem wie lange sein Fotojob dauert, Rumpsteak machen und ich freue mich. Genau. Und heute in der Früh hat er mir schon Porridge gemacht. Das ist von, ich glaube von My Müsli ist das Porridge. Ich zeige es euch mal. Das hat er wahrscheinlich gemacht. My Müsli Mohn Vanille. So mega lecker. Oh, das hat er schon aufgegessen. Hätte ich auch gerne getestet. Brombeer Chia Porridge. Oh, das ist schon leer. Genau, einmal dieses Mohn Vanille Porridge hat er gemacht. Und zwar hat er da Honig mit reingemischt und logischerweise Milch und das Ganze dann in den in die Mikrowelle gegeben. Und es war mega lecker. Gut, ja. Und auf jeden Fall werde ich mich jetzt an das Video begeben. An die Videos. Ich gucke, dass ich mehr bearbeite, weil ich habe gestern einige Videos aufgenommen. Und ich glaube, ich habe aber jetzt noch schnell mein Geschirr in die Geschirrspülmaschine. Die liegt einfach immer noch da. Seht euch das an. Oh, ich liebe diese kleine Maus. Ja, die letzten Tage hat es wieder geschneit. Also Schnee ist wieder ein bisschen da, aber nur ein bisschen. Schneit es wieder? Nö. So sieht es gerade aus. Ja, und das mit den Fliesen, das habe ich ja gestern schon gesagt. Und mit den Badmöbeln bin ich gespannt, ob das jetzt endlich was wird. Ich kann euch noch zeigen, wie das gerade jetzt aussieht. Weil mein Mann, der hat tatsächlich schon probiert, ein paar Fliesen runterzubekommen. Da wird man ja auch noch. Genau. Also überall, wo er ein Kreuz gemacht hat, das muss weg. Der Boden muss auf jeden Fall raus. Die Fliesen müssen weg, weil die ein bisschen rausstehen. Der Rest wird überspachtelt. Und die Badewanne natürlich, weil die Badewanne, die wird da später gar nicht mehr stehen. Genau. Hat er aber sehr leicht wegbekommen, schon die ersten zwei Fliesen. Und es wird hoffentlich auch so weitergehen. Der Schrank, den müssen wir auf jeden Fall noch rauftragen. Mal geh von den Fliesen weg, nicht, dass du wieder ist. Ich kann ja einmal sagen, was wir uns vorstellen. Es kommt auf jeden Fall neue Toilette, neues BD und neue Drücker. Die Drücker, die finde ich grauenvoll. Die Fliesen werden auch ganz neu gemacht, logischerweise. Der Toilettenhalter kommt auch weg. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn, weil der ständig rausgeht. Ständig rausgeht. Neue Klobürste kommt auch hier hin. Das wird endlich verspachtelt. Und Maya, aus jetzt! Fängt die an, das Fugenzeug zu fressen. Raus! 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 Muss man so aufpassen. Genau. Hier soll wahrscheinlich die Badewanne hin. Ich wollte sie eigentlich schräg haben, aber die haben gesagt, es wird wahrscheinlich vom Platz her ein bisschen eng. Wir werden es mal hinstellen, mal gucken. Aber wahrscheinlich wird sie so hier reinkommen. Das wird dann frei bleiben. Also die Dusche, die kommt ganz raus. Da wird nichts mehr hinkommen von Duschen, weil wir haben ja oben eine Dusche, die wir irgendwann mal umbauen. Dann haben wir ihr eben mehr Platz, weil die Badewanne hier nicht mehr steht. Und da will ich entweder ein großes Waschbecken oder ein Doppelwaschbecken hin. Also ein großes Waschbecken mit zwei Wasserhähnen oder ein Doppelwaschbecken, dass man sich auch mal zu zweit die Hände waschen kann. Neuer Spiegel natürlich und ja, ein Handtuchradiator, weil dazu sind die Kabel schon da. Der wird aber dann weiter hochversetzt und hier kommt der Handtuchradiator hin. Genau, also hier, bis hier kommen ungefähr die Fliesen hin, das haben sie schon angezeichnet und drüber wird es Wand. Genau. Ja, das Grün ist einfach nicht schön. Das Grün ist einfach nicht schön. Ja, und das ist auf jeden Fall geplant. Morgen werden wir, denke ich mal, wieder in die Hundeschule gehen, weil die kleine Maus einfach wahnsinnig Spaß hat schon beim Hundespielen. Und es geht ja ab und zu ein bisschen ab. Ist ein bisschen deprimiert, weil sie unbedingt spielen will. Aber wir natürlich nicht den ganzen Tag Zeit haben zu spielen. Der Mauschi. Ja. Du bist der Mauschi. Du bist der Mauschi. Ja. Genau. Und ich werde mich jetzt ans Video bearbeiten machen. Wir werden vielleicht das Rumpsteak von heute Nacht, Abend noch sehen. Und dann werden wir uns auf jeden Fall morgen zum letzten Tag sehen. Ich glaube, dass der Vlog vielleicht ein bisschen kurz wird diese Woche. Mal gucken. Wir sehen uns dann. So, Alex ist fertig. Rumpsteak. Rumpsteak. Ja. Und Salat. Genau. Und das werden wir jetzt essen. Huh?
uns, du, ja Wahnsinn! Da ist er da. Danke schon wieder. Super. Guten Morgen und willkommen zum letzten Tag. Wir sind geradewegs in die Ortschaft, wo wir vorher gewohnt haben. weil wir zum Alex seinen Papa müssen, irgendwas abholen und dann fahren wir mit Maya in den Wald und tun Dummy werfen. Und dann nehme ich euch dieses Mal mit, weil bis jetzt habe ich es immer vergessen. Ja, Hundeschule waren wir heute nicht. Ich habe bis 10, halb 11 geschlafen, haben gerade gefrühstückt und heute Nachmittag gehen wir mit ein paar Freunden spazieren. Dann nehme ich euch auch mit. So gut wie es geht. Ja. Hängt's. Was soll es denn da aufkommen? Da oben am Ast! Bei dem Baum! Da oben! Da! Mein Maja, was tust du denn, hä? Hier! Findest du es nicht? Nein, das macht schon. Hast du die Fenster weg? Schauen wir mal.
Thank you.
So, hallo nach dem Spaziergehen. Wir sind bei oben. So, hallo nach dem Spaziergehen. Ich habe mir gedacht, wir werden jetzt miteinander zum Abschluss dieses Vlogs endlich mal die Aeroflasche testen. Habe ich ja tatsächlich noch nicht gemacht, seitdem ich sie habe. Aber ich habe Durst und ich trinke nicht gerne Wasser. Deswegen habe ich mir gedacht, ich probiere es jetzt mit euch aus. Wundert euch nicht, im Hintergrund ist es ein bisschen laut, weil mein Mann gerade Essen macht. Hier steht auf jeden Fall Think New, Drink New. Da ist dann ein Zettel mit dabei. Quick Start. Wasser rein, das Teil drauf, oder? Ja. Zuerst den Schlauch rein, dann das Teil drauf. Wenn man zumacht, ist es zu. Also wenn man runterdrückt, ist es zu. Und wenn man aufmacht, ist es, also wenn man nach oben zieht, ist es offen. Bin ich gespannt. Einmal das hier, das sind eben Caps. Und zwar einmal orange Passionsfrucht und einmal Lime. Limette? Limette, oder? Ja, ich würde sagen, wir machen orange Passionsfrucht, würde mich sehr interessieren. Jetzt machen wir erst die Flasche auf, dann ist es leer. Schön sieht sie auf jeden Fall aus. Weiß ich, was ich drüben vergessen habe. Ich hätte die orange Schlaufe gegen die rosa nicht gewechselt, aber okay, ist nicht schlimm. Dann würde ich sagen, wie geht die auf? Rausziehen. Wir füllen das auch mit. Hat das übrigens Mineralwasser? Also ich hoffe, dass es mit Mineralwasser auch funktioniert. Ist auch bloß Medium und nicht spritzig. Das füllen wir jetzt hier bis zum Strich auf. So. Wasser ist drin. Ich hoffe, dass das mit Mineralwasser geht. Aber das werden wir jetzt gleich sehen. Und dann das wieder drauf. Das ist bloß die Frage, die schraubt man hier zu. Okay. Und dann brauchen wir die Cap. Die riecht schon sehr stark. Ohne dass sie offen ist. Jetzt dürfte sie zu sein. Verschluckt. Jetzt offen. Also man schmeckt, dass es Wasser ist, aber es schmeckt tatsächlich wie Wasser mit Geschmack. Cool. Logisch, es schmeckt nach Wasser, aber es schmeckt tatsächlich nach Wasser mit Geschmack. Magst du es mal probieren? Und sag, ob du auch was schmeckst. Also du musst erst noch umziehen. Noch umziehen. Genau, aber bloß leicht bis um. Genau, das langt schon, das langt schon. Und jetzt? Da ist ein Strohhalm drin. Du musst bloß zwingen. Du musst bloß zwingen, da ist ein Strohhalm drin. Stimmt wirklich? Es schmeckt nach Wasser mit Geschmack, gell? Funktioniert tatsächlich. Also ich kann es empfehlen. Also ich weiß, ich habe eine andere geguckt, die es auch getestet hat und sie hat gesagt, es funktioniert nicht. Also ich finde, das funktioniert tatsächlich. Ihr habt es jetzt auch von meinem Mann gehört. Doch, es funktioniert eindeutig. Cool. Einfach zugeschraubt. Ich bin gespannt, wie dann die Cola ist. Das werde ich dann, ja, auch mit euch testen. Auf jeden Fall, wenn ich eine neue Cap aufmache. Aber jetzt werde ich die auf jeden Fall trinken. Und ein so eine Cap reicht für 5 Liter Wasser. Also jetzt sind jetzt 650. Mal gucken, ob es tatsächlich so lange reicht. Das werden wir dann sehen. Aber es funktioniert schon mal. Sehr gut. Ja, und jetzt werde ich das hier alles wegräumen. Ich würde sagen, das war's dann mit dem dieswöchigen Vlog. Ihr habt ja gesehen, wie wir ein bisschen spazieren gegangen sind. Wir machen uns jetzt noch was zu essen und dann werden wir eine Serie gucken. Wie heißt die? Naked Survival. Naked Survival. Soll recht gut sein. Wenn das jemanden interessiert, das ist, dann müssen sie draußen überleben mit nichts, oder? Genau. Mit nichts überleben. Aber schauen wir mal. Werde ich euch auf jeden Fall sagen, wie die ist, die Serie. Aber ich glaube, die wird nicht recht schlecht sein. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag, eine schöne Woche. Wenn ihr es am Sonntag schon seht, einen schönen Sonntag. Und hoffe, dass wir uns zum nächsten Vlog oder vielleicht auch morgen zum nächsten Video wiedersehen. Tschüss!
Kuschelmann. Du stinkst. Jetzt ist es dich zu bieten. Jo. Fasziniert dir die Kamera, hä? Ja, das schaust du gar nicht hin. Kuschelzeit. Nachdem sie ein bisschen ins Kinn gebissen hat. Oh.